Ich werde so patschnass. Wir haben noch eine ganze Stunde Weg vor uns. Servus, was geht, Leute? Haben sie versammelt zu einer gemütlichen Abendrunde. Und jetzt stehe ich einfach perfekt zwischen beiden krassen Maschinen. Links der MV Augusta Brutale 800, rechts die Z1000. Wuhu, hallo, ich nehme auf. Abnormal laut. So, jetzt geht's ab in die Weinberge. Hier mache ich einen kleinen Cut. Kleiner hübscher Roller. Wir sehen uns dann gleich. Ciao. Hallo. Hello. Hello again. Hello. Ich sag nur hello again. So, scheiße, da sind Tropfen drauf. Ach, scheiß drauf. Ach Quatsch. Einmal während der Fahrt aufgemacht und die ist eh nass. Ja, wir müssen erstmal gucken, dass wir hier rauskommen, ohne auf die Fresse zu fliegen. Alter, was ist das? Wo ist denn das? Freunde! Ja. Ja, fahr bitte. Moin, moin, Leute. Servus. Wir haben gedacht, wir gehen was essen. Im tiefsten Kaff. Aber hier ist einfach so ekelhaft. Alter! Ich rutsch so übel. Oh Mann. So. Oh Mann. Ja. Ja. Oh Mann. Ja, wenn ihr so eine Situation habt wie ich jetzt, müsst ihr so verdammt aufpassen. Wir waren gerade auf dem dreckigsten Parkplatz, den es gibt. Und die Reifen sind voller Scheiße. Wenn ihr da Schräglage einnehmt, das ist schon maximal, was ich hier gerade fahre. Ihr fliegt tierisch auf die Fresse. Fahrt langsam und lasst euch alles scheißegal sein. Da sollen sie euch reinweise überholen. Generell muss ich sagen, wenn es regnet, ja, vermeidet starkes Bremsen, vermeidet starkes Anfahren, also starkes Beschleunigen, ne? Vermeidet Schräglage. Ich will nicht sagen, vermeidet alles, ne, aber vermeidet alles. Kamerad vor mir ist seine erste Regenfahrt, kann man so sagen, und ich werde richtig, richtig dreckig nass. Hier auch wieder schön vom Gas runter, vermeidet Schräglage, beschleunigt nicht aus den Kurven raus, das ist das Allerschlimmste, was ihr machen könnt.
und fährt in hohen Gängen mit wenig Drehzahl, da spricht euer Gas sowieso nicht so gut an, außer ihr habt irgendwie, keine Ahnung, Motorrad mit 1400 Kubik und 200 PS, dann wünsche ich euch Rain Mode. Ich werde so patschnass. Wir haben noch eine ganze Stunde Weg vor uns. Oh, wie süß. Und gerade wie wir jetzt, wenn ihr durch Städte fährt, überall diese ekelhaften Gullideckel. Und der Dachser, der wird richtig kotzen. Der fährt mit Sommerhandschuhen. Die haben gefühlt größere Löcher als Textur auf den Handschuhen. Oh, hör bitte auf. Alles gut. Wie ist es mit den Handschuhen? Wir sind jetzt gleich am Boschmarkt und gucken, dass wir da irgendeinen Pulli kaufen können oder so, damit er nicht so friert. Ich habe meinen rechten Handschuh nicht richtig zu. Der ist gar nicht zu. Deshalb läuft er die ganze Zeit die Pisse rein. Ach ja. Aber ansonsten ist alles super. Ich habe lange Funktionswäsche drunter. Und jetzt mittlerweile auch Winterfunktionswäsche. Das heißt, die ist ein bisschen mit so einem Thermostoff. Mir wird nicht so leicht kalt, auch wenn mein Einteiler ein bisschen durchnässt. Gerade an diesen Stoff einnähten, an den elastischen. Gute Fahrt allen Motorradfahrern jetzt, denn das ist nicht mehr sonderlich spaßig, wenn es darum geht, schnell zu fahren oder mega Kurven zu fahren, sondern es geht wirklich nur darum, nicht auf die Schnauze zu fliegen. Und auf diesen Übergehstreifen, beispielsweise auf den Fahrbahnmarkierungen, müsst ihr genauso mega aufpassen. Ja. Ich hoffe, da haben die Leute Verständnis für. Aber die sitzen in ihren warmen Karren. Haben wahrscheinlich noch Heizung an. Und wir frieren uns einfach so mega den Arsch ab. Da sollte dann vielleicht ein bisschen Verständnis für da sein. Und ich hoffe, das ist es auch. Ja, das ist halt richtig mies. Das ist richtig mies. Ist auch nicht in Ordnung. Jetzt macht er Platz, das ist sehr schön. Oh, mach doch bitte Platz. Ich hasse sowas, ja? Die sitzen in ihren dicken Autos mit mega Heizung. Nee. Alter, ist es zu viel verlangt? Ist es zu viel verlangt, den Leuten Platz zu machen? Ja. Oh. Ha ha ha.
Meine Hände sind trocken. Meine sind nicht trocken. Schönes Wetter, oder? Das ist normal. Sein Motor. Ja. Nein, seiner ist halt vorne voll exposed. Problem oder was? Ja, aber wir sind doch falsch, oder? Da war irgendwo eine Tankstelle, ja. Eine Tankstelle, da kurz bevor wir auf dem Gehweg gefahren sind. Ja. Schon mal unterstellen, mal austrocknen und so. Vielleicht kann man sich da auch irgendwas kaufen, bestimmt. Wenn es nur so ein Regenponcho ist. Ja. Gucken einfach mal. Da wird jemand eins. Da wird der Kaffee aufbewahrt. Tell me what's